Der nächste Redner ist Robert Hüppe, CDU-CSU-Fraktion. Ja, hab's da gelesen, Frau Präsidentin. Tja, normalerweise rufe ich Sie aber auf, aber jetzt sind Gut. Sie ja schon da, dann dürfen Sie auch bleiben. Präventiv. Gut, Herr Hüppe ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist schon ein paar Mal gesagt worden, was wir 2013 beschlossen haben, dass wir fremdnützige Forschung nicht wollen an nicht einwilligungsfähigen Patienten. Und ich will auch noch mal vorlesen, weil das noch nicht gesagt worden ist, wie denn der Text hieß. Die Forderung war, bei Forschung an nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen und an Personen in Notfallsituationen ist ein direkter Nutzen vorauszusetzen. Alle haben mitgestimmt. Übrigens auch viele von denen, die jetzt anders reden und sich für die Öffnung aussprechen, meine Damen und Herren. Und dann fragt man sich in der Tat, was gibt es denn da für Gründe? Da wurde ja auch noch im Referentenentwurf davon gesprochen. Ich war hochzufrieden als Berichterstatter, dass man sich daran gehalten hat, was ein Parlament beschlossen hat. Dann wurde es plötzlich geändert. Und dann habe ich mal nachgefragt, woran lag's? Dann hieß es ja, die Allianz für Demenz sei dafür. Da habe ich die Allianz für Demenz gefragt. Da sagten mir die Leute, auf keinen Fall, wir sind für Forschung, aber nicht an nicht einwilligungsfähigen. Das würden wir unseren Patienten nie zumuten. Und dann wird gesagt, und höre ich immer wieder, ja, aber andere sind dafür. Forscher sind dafür. Das KKS-Netzwerk, Koordinierungsstelle für klinische Studien, ist dafür. Der Arbeitskreis Medizinischer Ethikkommission ist für unseren Antrag. Und die Forschungsgesellschaften. Meine Damen und Herren, das stimmt nicht. Die sind nicht für die Anträge, die eine Öffnung wollen, weil alle diese Gremien wollen, die wollen viel mehr. Sie wollen fremdnützige Forschung ohne eine Verfügung. Und sie nehmen dies jetzt nur an, weil sie eigentlich das andere Ziel wollen und wissen, irgendwann wird man sagen, da ist so viel Bürokratie, ihr habt doch schon der fremdnützigen Forschung grundsätzlich zugestimmt, nun bitte macht doch weiter, damit wir auch endlich forschen können ohne Einwilligung. Und dann sind eben nicht nur die Patienten gemeint, die Alzheimer-Patienten sind, sondern da sind auch Menschen mit Down-Syndrom dabei. Und das ist die Angst, die wir haben. Das ist das, was wir woanders auch schon erlebt haben, eben ja auch selbst erlebt haben bei dieser Diskussion, dass das immer weitergeht. Und ich habe gestern noch einen Kollegen gehört, der hat mir gesagt, aber wir haben doch schon 2004 für die Kinder das zugelassen. Da haben wir doch schon fremdnützige Forschung, sogar bei Kleinkindern, ohne Einwilligung der Kinder, weil die können nicht einwilligen. Und ich muss zugeben, ich war damals Berichterstatter. Und ich muss zugeben, ich habe damals zugestimmt. Wenn ich aber gewusst hätte, dass das jetzt als Argument benutzt wird, um wieder weiterzugehen, um noch einen Schritt zu machen, dann hätte ich damals niemals zugestimmt, meine Damen und Herren. Und man hat mir damals versprochen, als Berichterstatter, es geht nur um Kinder, die haben einen anderen Stoffwechsel. Das ist was ganz Besonderes und da achten wir auch drauf. Und mit nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen werden wir nie und nimmer diese Forschung wieder in Deutschland einführen. Und jetzt haben wir es doch. Jetzt wollen es doch welche. Und meine Damen und Herren, das darf nicht stattfinden. Und wenn gesagt worden, eben gesagt worden ist, es geht nicht um Fixierung. Entschuldigung, es ist gefragt worden bei der Bundesregierung, kennt ihr irgendeine Studie, die denn vergleichbar ist mit nicht einwilligungsfähigen, die bei uns nicht gemacht werden konnte? Eine einzige haben sie gefunden. Die stammt aus 2007, die Wong-Studie. Und worum ging es da? Es ging um ein Diagnostika. Es ging nicht um ein Heilmittel. Es ging um ein Diagnostika. Und es ging darum, ein Diagnostikum zu finden, was eine höhere Halbwertzeit hat, was also besser zu verpacken ist, besser zu lagern ist. Es ging nicht um Therapie, es ging um Ökonomie. Aber dafür Menschen, ich sage, zu missbrauchen, die in diese Forschung nicht einwilligungsfähig sind. Das darf hier in Deutschland nicht beschlossen werden, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen jetzt mal auch sagen, ich habe mich mit der Studie beschäftigt. Und da stand nämlich drin, dass die 90 Minuten in ein PET kommen mussten, dass sie in ein MRT, also in eine Röhre gesteckt werden mussten. Und das geht nur 90 Minuten lang,
mit einem Alzheimer-Patienten in dem Stadium, wenn Sie ihn tatsächlich fixieren, weil er sich nämlich dagegen wehrt. Und deswegen ist es nicht das, was die Gegner aufbrachten, sondern das war Teil der Antwort der Frage, die wir von der Bundesregierung in dieser Frage gekriegt haben. Und nochmal, es wurde immer wieder gesagt, minimale Belastung. Meine Damen und Herren, dann wird gesagt, Speichelprobe und zusätzliche Blutentnahme, das höchstens. Aber darum geht es nicht. Es gibt keine Prüfung, die damit auskommt. Nicht eine einzige. Wir haben ja nachgefragt, gibt es eine, die nur mit Speichelproben und Blut auskommt? Nein, es gibt sie nicht. Und Sie müssen sich mal vorstellen, was das bedeutet, was dazugehört. Sie müssen die Leute rausholen aus ihrem Wohnumfeld. Mein Schwiegervater ist letzte Woche, er hat Alzheimer-Patient. Er war bis letzte Woche in einer Einrichtung, in einem Krankenhaus. Jetzt ist er wieder zu Hause. Der hat jedes Mal geweint, wenn man ihn da rausgeholt hat. Sie müssen diese Leute in die Studienzentren bringen. Sie müssen mit den MRTs machen. Sie müssen vieles andere machen. Für uns kein Problem. Aber für Menschen, wer Alzheimer-Patienten kennt, weiß, dass es ein großes Problem ist. Ich will ein letztes, Frau Präsidentin, weil ich hier einen eigenen Änderungsantrag gebracht habe. Vielleicht darf ich, weil die Zeit knapp ist, doch mal eine Minute länger sprechen, weil es wirklich... Nein, gut, okay, dann rede ich ganz schnell. Meine Damen und Herren, wir haben bisher im geltenden Recht eine Regelung, die beinhaltet, dass es bei nicht einwilligungsfähigen Kindern reicht, dass sie eine abwehrende Haltung zeigen, dass dann diese Studie abgebrochen wird. Durch das neue Gesetz gilt dies nicht mehr, sondern man muss ausdrücklich, und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen, ausdrücklich sagen, dass man und beteuern, dass man das nicht will. Aber auch selbst das reicht nicht. Es reicht nicht aus, wenn Sie sagen, nein, nein, ich will das nicht, sondern die Richtlinie, auf die dieses Gesetz Bezug nimmt, sagt eindeutig, dass Sie nicht nur den Willen äußern müssen, sondern dass Sie sich auch darüber im Klaren sind, was das Wesen und wie lange und die Risiken dieser Studie bedeuten für Sie. Aber dann sind Sie nicht mehr einwilligungsfähig. Das kann kein Kleinkind, meine Damen und Herren. Und deswegen habe ich diesen Antrag so spät eingebracht. Ich bitte um Entschuldigung. Aber wir haben das Protokoll erst am Montag, 3 Wochen nach der Anhörung, bekommen. Und ich habe gestern den Antrag formuliert und bis 19 Uhr eingebracht. Das wäre nicht nur ein absolutes Runtersenken des Schutzstandards von Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, sondern auch von Kindern. Und das hat mit den 3 anderen Anträgen nichts zu tun, sondern ist ergänzend. Sie ersetzen sie nicht. Und ich würde Sie wenigstens bitten, meinen Antrag da anzunehmen, auch wenn die Zeit so kurz war. Das kann nicht als Begründung dafür dienen, das nicht zu tun. Dafür kann ich nichts. Das ist nun mal so gewesen. Und ich möchte Sie eindrücklich bitten, hier Ja zu stimmen, dass selbst wenn diese anderen Lösungen kommen, dieser Schutzstandard erhalten bleibt. Und ich möchte Sie bitten, dass wir hier keine Tür aufmachen, für die, wo wir eigentlich gar keine Tür aufmachen müssten, wo wir vielleicht in vielen Jahren denken, der eine oder andere zumindest, hätten wir dies nie getan. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Hubert Hüppe. Nächste Rednerin, Dr. Petra Sitte für Die Linke.